Hallo, also kommt ein neuer Part von Oblivion. Hey! Priorma Boreal. Hör ich Sounds? Ich weiß es gar nicht, weil ich mal ein bisschen lauter. Ah, da ist ein bisschen Musik. Extrablatt, Kaiser und Thronfolge ermordet. Ältestenrat übernimmt Regierungsgeschäfte. Kaiser Uriel Setim der Siebte ist tot. Im Alter von 87 Jahren nach einer Herrschaft über Tamriel von 65 Jahren. Er wurde von unbekannten Meuchelmördern umgebracht. Gleichzeitig wurde an verschiedenen Orten die drei Söhne und Erbe des verstorbenen Kaisers Kron... Ach, ich doch keinen. Da lässt sich durch, wenn ihr wollt. Darf ich das überhaupt lesen? Ich hab's einfach getan. Was soll ich dagegen tun? Ich hab die Schlange verlernt. Okay. Wegchecken kann ich. Gut, so nicht. Öffne. Ja. Mein Bogen. Meine schwere Waffe. Und dann meine Zauber. Mein Heil- und Feuerzauber. Okay. Gut. Okay. Ja, ist okay. Tab, das ist Inventar, ne? Ja. Finde den Erben. Geoffrey hat mir gesagt, dass der Kaiser einen illegitimen Sohn namens Martin hat, der momentan in der Stadt Quatsch in der Kapelle von Akatosh als Priester dient. Ich muss mich aus augenblicklich nach Quatsch begeben und Martin sich zurück zu Bergen vorher neu bringen. Hast du es nicht schon mal gemacht? In dem Video? Nee, habe ich nicht, gell? Habe ich nicht. Nee, ich will weg hier. Es gab jetzt schon lange keine Oblivion-Folge mehr. Das liegt einfach daran, dass ich es komplett vergessen hatte. Und ich habe es sogar mal deinstalliert. Ja. Jetzt habe ich es mal wieder installiert und spielt jetzt wieder. Es lag irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht warum, aber was ist denn da ein Grünspannbecherling? Okay. Ah, Hilfe. Geht das nur die wegen der Brüherei? Und irgendwo hier unten ist Quatsch. Das Quatsch. Ja, wir reisen mal nach Quatsch. Ich habe keinen Bock, jetzt so weit zu laufen. Bestechung ist oft der beste Weg, Informationen zu erhalten. Besonders dann, wenn es mit eurer Überredungskunst nicht weit her ist. Okay. Kann ich mir durchaus merken. Ich finde Wiederherstellungszauber in der Magiergilde von Anvil, Anvil und Mystikzauber in Leyavin. Nun, Gilde will ich auch noch. Ich weiß noch nicht in welcher. Skyrim auf der Xbox, da war ich in der Diebesgilde. Die war cool. Die war richtig cool, ey. Die haben die ganze Zeit welche ausgeraubt. Hi. Alter, yo. Lauf, solange noch Zeit ist. Die Wachen halten immer noch die Straße. Aber es ist nur noch eine Frage der Zeit, bevor sie überwältigt werden. Weglaufen vor was? Bei Blut der Götter. Ihr wisst es noch nicht, oder? Haben Quatsch letzte Nacht überrannt. Vor den Mauern waren seltsam leuchtende Portale. Tore nach Oblivion selbst. Da war eine riesige Kreatur, wie aus einem Albtraum. Kam direkt über die Mauern und spuckte Feuer. Sie umzingelten dieses Ding. Tod und Verderben. Man kann nicht die ganze Stadt zerstören. Sie selbst. Quatsch ist eine qualmende Ruine. Wir sind die einzigen, die noch übrig sind. Versteht ihr? Alle anderen sind tot. Wie seid ihr entkommen? Es war Savia Martius. Ein paar von den anderen Wachen. Sie halfen einigen von uns zu entkommen. Sie schlugen sich ihren Weg hinaus, direkt durch die Stadtmauer. Savia sagt, sie können die Straße halten. Nein. Ich glaube ihr nicht. Nichts kann sie aufhalten. Wenn ihr es gesehen hättet, dann müsstet ihr das... Ich mache, dass ich hier wegkomme, bevor es zu spät ist. Sie werden jeden Moment hier sein. So viel steht fest.
Lauft, solange ihr noch könnt. Okay, es laggt ein bisschen, Mann. Ich weiß nicht warum. Hilfe! Es geht hier ab. Ah, wait. Nee. Detailobjekte. So, das Gras. So. Distanz sehen. Machen wir mal so einfach. Okay. Ah, ui. Gut. Wow. Das sieht echt gut aus. Aber ey, lieber habe ich mir fürs. Noch wen? Nein, sag nur Secret. Ah gut, ich gehe wieder. Kein Bock auf dich. Hm? Wow! Oh mein Gott. Das war knapp. Ich wollte dich eigentlich nicht angreifen. Ah naja, wir müssen jetzt da hochgehen. Und der Sohn des Kaisers Martin ist ja in dieser Kapelle hier. Und ja, dann gehen wir einfach zur Kapelle hoch. Hallo. Ah. Ich habe noch eine andere FPS-Anzahl jetzt gerade hier stehen. Ich habe einmal von Audio, von meinem Aufnahmeprogramm und einmal von einem anderen Programm, die FPS da stehen. Und ich weiß nicht, wie ich die andere wegkriege. Mir reicht nämlich eine Anzeige. Und ich weiß nicht, wie ich die wegkriege. Ich habe gerade alles versucht, während ich geredet habe, gerade mit dem Typ da. No. Der Himmel ist rot. Und es blitzt. Und ihr habt ja auch schon gerade gehört, mit der Dead-Ram, was hier gerade abgeht. Jetzt hat sich nämlich ein Portal nach Oblivion hier hingemacht. Hat sich hingemacht. So Portale findet man öfters mal. Auch so, wenn man einfach nur rumläuft irgendwo. Da sind die Wächter, die versuchen gerade ein bisschen noch zu unterstützen. Da sehen wir schon ein bisschen. Hey! Wow! Warum leckst? Warum leckt das? Ach man! Warum das nicht? Wow, warum tut es das? Muss ich ja mein PC erstmal wieder dran gewöhnen. Oblivion. Ups. Ey, normalerweise über Traum mit mir reden normalerweise. Zurück, Bürger! Hier solltet ihr euch nicht aufhalten. Geht sofort zurück zum Lager. Was ist hier passiert? Was solltet ihr nun tun? Was ist hier passiert? Wir haben die verdammte Stadt verloren. Was ist passiert? Es waren zu viele. Zu schnell. Wir wurden überrannt. Wir konnten nicht einmal alle herausbringen. Da sind immer noch Leute eingeschlossen. Ein paar haben es bis in die Kapelle geschafft, aber andere hat es auf der Straße erwischt. Der Herzog und seine Leute halten sich immer noch in der Burg versteckt. Und jetzt, wo das verfluchte Oblivion vor dem Weg versperrt, können wir nicht einmal mehr zurück in die Stadt, um ihnen zu helfen. Was werdet ihr nun tun? Das ist das Einzige, was wir tun können. Können nur versuchen, die Stellung zu halten. Wenn wir es nicht schaffen, diese Absperrung zu halten, können diese Monster einfach das Lager stürmen. Wir müssen die letzten überlebenden Bürger beschützen. Mehr können wir im Moment nicht tun. Hilfe! Ihr wollt helfen? Das ist ein Witz, oder? Wenn das euer Ernst ist. Vielleicht kann ich euch doch brauchen. Es kann euch aber das Leben kosten. Seid ihr sicher? Ich werde tun, was ich kann. Ich weiß nicht, wie man das Tor schließen kann, aber es muss möglich sein. Der Feind hat die Tore geschlossen, die er für den ersten Angriff geöffnet hatte. Ihr könnt an den Spuren sehen, wo die Tore waren. Das große Tor war genau in der Mitte. Ich habe Männer durch das Tor geschickt, um nachzusehen, ob es sich irgendwie schließen lässt. Sie sind nicht zurückgekehrt. Wenn ihr hineinkommt, findet heraus, was mit ihnen passiert ist.
als sie noch am Leben sind, helft ihnen, ihre Aufgabe zu erfüllen. Falls nicht, seht zu, was ihr alleine ausrichten könnt. Ich kann euch nur viel Glück wünschen. Wenn ihr zum Leben zurückkommt, werden wir hier auf euch warten. Okay. Kristallisiert Durchbruch der Belagerung von Quatsch. Genau, jetzt müssen wir das Tor schließen. Und das tun wir jetzt. Ich weiß, dass ich mutig bin. Und zwar tun wir das, indem wir einfach hier reinspringen. Oh nee, doch nicht. Wir müssen da E machen. Ey, wenigstens dass ich jetzt meine... Wow, meine Athletik hat sich verbessert. Es gibt 16 Daedra-Prinzen. Jeder von ihnen hat seine eigene Oblivion-Ebene. Cool. Ist gut, okay. Genau. Jetzt ist das Tor schließen und ich. Es wird einem nicht gesagt, wie das geht, aber ich weiß es zum Glück. Ein eiserner Claymore. Das ist, glaube ich, eine Zweihandwaffe, ne? Mich alles täuscht. Ey, warte mal. Boah, werde ich hier schon wieder angegriffen, ey. 5 Angriff, 3 Angriff. Stimmt ja. Ah, oh, hier ist so gut aus. Das sind 2 Hände. Okay, dann lass mal den da. Und der da ist. So ein Kriegshammer viel besser. So mit dem auf die 4. Hier auf die 3. So. Gut, da köpfen wir mal dem. Bin ich irgendwie so schwer belagert oder? Warum bin ich so langsam? Ah, ne. Alles klar, komm, lag halt noch mehr. Wie war ich nochmal Magie? Ich hab's doch irgendwie... Stimmt, scheiße. Ich muss die Steuerung umstellen. Ich hatte nicht Magie auf der einer Maustaste da. Und ich habe jetzt eine andere Maus, da gibt's die Taste gar nicht. Also ich habe meine alte Maus wieder dran gemacht, weil die andere nicht mehr richtig gut funktionierte. Wieso? Habe ich sie? Nein, diese... Doch, ich hasse Schnaken. Oder Stechmücken. Können sich alle mal... ne? So, gucken wir mal. Immer laufen, laufen. Zaubern. Mach ich mal auf. R. Okay, es passt. Gott. Ich kann hier zaubern. Ja. Sehr gut. Ja, weil sie müsste jetzt auch ein Typ kommen. Hey? Ach da, hey. Immerhin sei Dank. Anderen wurden weggebracht. Sie wurden zum Turm gebracht. Es ist in Ordnung. Was geht hier vor sich? Wir haben uns hierher geschickt, um das Tor zu schließen. Wir haben uns aus dem Inhalt überfallen, umzingelt und abgeschlachtet. Ich konnte entkommen, aber die anderen sind über die ganze Brücke verstreut. Sie haben Menian zum großen Turm gebracht. Ihr müsst ihn retten. Ich verschwinde von hier. Gut, Hauptmann Martius braucht eure Hilfe. Haltet ein, ihr könntet hier eure Hilfe... Ich könnte hier... Nee, ihr könnt zum Hauptmann. Hauptmann, die Absperrung noch halten? Ich dachte schon, ich wäre der einzige Überlebende. In Ordnung, ich werde versuchen, mich durchzuschlagen und dem Hauptmann Bericht zu erstatten. Macht das. Und ich probiere jetzt auch schon was. Video. So. Die Jungs werden eine magische Erinnerung. Okay. Oh, jetzt kann ich ja. Oh. Oh. Kann trotzdem noch nicht richtig spielen. Was soll denn das? Wieso lag's denn? Lauf ich auch gerade richtig? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ich glaub schon. Da, nimm das Blutgras. Blutgras, ho. Hier ein Tür mit der Volk Blutgras. Ja doch, das ist richtig, genau. Da muss ich hin. Genau, und da muss ich weiter hin. Okay. Hier dran haben wir einen schweren Trank der Hexerei. Okay. Kann man mal machen. Oh nein! Hallo? Schieß mal, danke. Ah, warte mal. Zeit für ein Duell. Ja, so. Oh! Easy. Danke für den Fall. Ich habe zwei Pfeile nicht reingeschossen. Ach, Claymore. Eine mich auch von Dark Souls. Ich muss Dark Souls mal wieder spielen, ey. Ich komme auch gerade nicht weiter. Ich bin bei dem ersten Boss in Anor-Londo. Wo die zwei Typen da kommen. Wow, stimmt ja. Greift mich an. Wow. Ich laufe nur durch. Jetzt muss ich glaube ich hier entlang. Und dann ist da. Ein kleiner Goblin. Na, was ist das? Was sind die Typen eigentlich? Ein Scamp. Oh, stimmt. Aua. Aua. Reicht. Es reicht, Mann. Es reicht, verdammte Scheiße. Ich, Leute, ich verstehe gerade nicht, warum es da laggt. Ich verstehe es einfach nicht im Leben. Genau, da ist der Turm. Da musst du rein. Oh. Horn aufgespießt, du Kopf. Oh. Leute, ich würde sagen, wir gehen im nächsten Part in diesen Turm rein. Zum Blutfest. Und ich speichere schnell. Speichern. Löschen um. Durch Umschaltklick. Also warte, was war nochmal? Das ist mein richtiges Spielstand, wo ich nicht aufnehme. Kaser. Das ist automatisch speichern, das kann weg. Und da kannst du beschreiben. Erfolg. Erfolgreich gespeichert. Gut, Leute. Dann war's das mit dem Part zu Oblivion. Danke fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss. Oh nee. Ey, ich muss schon meinen Task Manager öffnen. Meine Aufnahmetaste funktioniert nicht und ich darf in dem Spiel nicht aus dem Spiel klicken. Das ist wirklich der einzige Nachteil in meinem Aufnahmeprogramm. Dass manchmal die Aufnahmetaste nicht funktioniert. Was soll denn das? Oh, boah, nee. Ich weiß gar nicht, was jetzt gerade mit der Aufnahme passiert, aber...